Venezuelas selbsternannter Übergangspräsident Guaido hat das Militär aufgerufen, Hilfslieferungen ins Land zu lassen. Soldaten blockierten zuletzt eine Brücke an der Grenze zu Kolumbien, über die Lebensmittel und Medikamente geliefert werden sollten. Auch US-Außenminister Pompeo forderte auf Twitter ein Ende der Blockade. Staatschef Maduro lehnt die Hilfslieferungen als Teil einer ausländischen Intervention ab. Er macht die US-Sanktionen für Versorgungsengpässe verantwortlich.